Hey ihr Lieben, heute geht's ums Thema Kampfstellung. Also wie stehe ich beim MMA am besten? Welche Vor- und Nachteile hat das? Welche Varianten gibt es? All diese Fragen stellen wir uns heute und die werde ich euch jetzt beantworten. MMA hat sich ja bekanntlich aus verschiedenen Kampfsportarten zusammengesetzt, hat Einflüsse jetzt gerade im Stand-up aus dem Bereich Boxen, Muay Thai, natürlich aber auch traditionelle Stile wie Karate, Taekwondo. Und im Laufe der Zeit hat sich eine Kampfstellung etabliert, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Ich erkläre auch so ein paar andere Kampfstellungen oder Ideen, damit ihr einfach selber abwägen könnt, welche Vor- und Nachteile gibt es und was für euch selber das Beste ist und zu eurem eigenen Konzept, aber auch zu eurem Ursprung passt. Also es kommt ja darauf an, wenn ihr jahrelang eine gewisse Sportart gemacht habt und ihr habt das so gedrillt, dass ihr das gar nicht mehr rauskriegt, dann ist die Frage, ob man sich komplett umstellen will oder ob ich das, was ich kann, adaptiere ins MMA mit all den Vor- und Nachteilen, die dabei entstehen können. Um das Ganze besser nachvollziehen zu können, habe ich hier einfach mal mit Kreppband so ein Kreuz auf dem Boden gemacht. Das kann ich empfehlen, immer wenn ihr Beinarbeit trainieren wollt oder auch eure Position korrigieren wollt oder überprüfen wollt, dann ist so ein Kreuz ein sehr gutes Hilfsmittel. Grundsätzlich will ich ja bei meinem Stand zum einen flexibel sein. Ich will schnell rein, schnell raus, ich will schnell die Seite wechseln, Winkel schaffen. Ich will aber auch stabil sein. Ich will nicht sofort umkippen bei jedem Takedown-Versuch, sondern ich will so stabil sein, dass ich dem Ganzen standhalten kann. Deswegen ist der Grundsatz erstmal, dass ich versuche, diagonal im Raum zu stehen. Sprich, wenn wir uns jetzt hier dieses Kreuz angucken, habe ich hier vier so Quadrate. Ich stehe mit dem einen Fuß hier vorne links im Quadrat und mit dem anderen hier rechts. Wie weit ihr die Füße jetzt auseinanderbringt, macht daraus nicht so einen großen Hype. Fühlt euch wohl, findet erstmal eine Position, bei der ihr denkt, okay, das ist für mich okay, das kann ein bisschen enger sein, das kann ein bisschen weiter sein, hat alles Vor- und Nachteile. Wichtig ist, dass ihr euch erstmal wohlfühlt. Was ganz wichtig ist, dass ihr hier zweigleisig steht. Das heißt, wenn man das mit so einem Auto vergleicht, ist das quasi der vordere linke Reifen, da ist der rechte hintere Reifen. Und da sind die anderen beiden Reifen quasi. Das heißt, ich will nicht wie ein Fahrrad stehen, und ich will auch nicht so parallel stehen. Dann bin ich halt wieder instabil und kann mich nicht zu allen Seiten gut bewegen. Ich stehe also dreidimensional quasi hier im Raum, diagonal. Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist, dass ich meine Gewichtsverteilung ungefähr bei 50-50 habe. Also mein Körperschwerpunkt ist in der Mitte, 50% auf dem vorderen Bein, 50% auf dem hinteren. Das geht natürlich nicht immer. Wenn ich mich bewege, verlagere ich natürlich das Gewicht. Das liegt in der Natur der Sache und das ist auch wichtig und gut. Aber so die Grundidee ist, dass ich eigentlich hier erstmal stabil bin und auf beiden Beinen das gleiche Gewicht habe. In anderen Sportarten ist es oft so, dass halt das hintere Bein mehr belastet wird, damit ich hier vorne besser arbeiten kann. Damit bin ich wieder instabil und auch wieder anfälliger für Takedowns. Muss aber auch jeder gucken, wie er damit klarkommt und wie so seine Vorgehensweise ist. Ganz wichtiger Punkt. Ich stehe die ganze Zeit auf dem Fußballen. Gerade Anfänger, die es versuchen, die werden sehr schnell ermüden, weil die halt sehr extrem hoch stehen, also dass die Hacke sehr weit vom Boden weg ist und dann versuchen die so zu hüpfen und das ist sehr ermüdend für die Wade. Je länger ihr das macht und je weiter ihr das versucht, zum Beispiel auch durch Seilchenspringen diese Muskeln darauf vorzubereiten, umso effektiver wird das Ganze. Umso mehr wird es aussehen, als würdet ihr auf dem ganzen Fuß stehen. Das solltet ihr aber nicht, ihr solltet wirklich auf dem Fußball sein, um eine Vorspannung im Fuß aufzubauen, eine Vorspannung aufzubauen in eurem Wadenmuskel, um dadurch Spritzigkeit und Schnelligkeit in alle Richtungen zu erlangen. Und dadurch, dass ihr auf dem Fußballen steht, habt ihr auch die Möglichkeit, über den Fußballen zu drehen, der sogenannte Pivot. Wenn ihr platt steht, also euer Gewicht ist auf dem ganzen Fuß verteilt, dann ist es viel schwerer, euch da rauszubewegen. Deswegen solltet ihr wirklich immer darauf achten, auch hinterher, wenn ihr das Striking mit einbaut oder die Kicks mit einbaut, die Drehung auf dem Fußballen und überhaupt das schnelle Hin und Her auf dem Fußballen, diese leichten, gleitenden Hüpfbewegungen, die sind ganz elementar hinterher im Bereich Footwork. Und deswegen bleiben wir auf dem Fußballen, auch wenn es aufgrund des weichen Bodens und wenn ein erfahrener Sportler schon so effektiv steht, es nicht so aussieht, als würde er auf dem Fußballen stehen, die stehen trotzdem auf dem Fußballen. Jetzt kommen wir zu zwei spannenden Fragen. Die eine ist, welchen Fuß habe ich vorne, beziehungsweise wenn ich den Fuß vorne habe, ist auch der Bereich der Hüfte vorne und damit auch eine Hand. Ich könnte ja so rumstehen oder so rumstehen. Grundsätzlich ist es so, wenn ich
Rechtshänder bin, wenn also meine starke Hand die rechte ist, dann stehe ich links vorne. Einfach deswegen, weil ich hier, also die Idee dahinter ist, ich will hier mit links spielen, das ist meine Führhand, die vordere. Die ist nicht ganz so stark, die ist aber auch nicht, die ist auch nicht unbedingt dafür da, um jetzt ein K.O. zu erzielen. Hiermit spiele ich, hier kann ich dieses Trapping machen, da habe ich ein extra Video zu, hier kann ich die Distanz aufbauen, hier kann ich natürlich auch hart schlagen, natürlich. Aber grundsätzlich ist die Führhand dafür da, um den Kampf zu führen. Nach dieser Idee, das linke Bein vorne zu haben. Die rechte wiederum, die ja eh schon eine sehr starke Hand ist, weil ich ja Rechtshänder bin, die ist hinten, um hier mehr Vorspannung in der Hüfte aufzubauen. Ich will also von hier aus richtig hart, also die ist ja eh schon hart, noch härter schlagen, sodass das die K.O.-Hand ist. Die wartet quasi hier in ihrer Base im Schutz und die andere arbeitet und die wartet darauf, dass sie abgefeuert werden kann. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Natürlich ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter und komplexer, aber das ist so die Grundidee, warum ich links vorne bin, wenn ich Rechtshänder bin. Mit dem Bein, mit den Kicks ist das genau das Gleiche. Dadurch, dass das hintere Bein hier hinten ist und die Hüfte hinten ist, kann ich hier viel mehr aufladen, habe hier viel mehr Weg und dieser Weg, ja, entwickelt halt mehr Kraft und dadurch ist dann auch das rechte Bein das starke Bein. Es gibt jetzt Leute oder es gibt auch Sportarten, wo die starke Seite vorne ist. Das ist, und das ist gleich, da gehe ich gleich in das nächste Thema ein, wie seitlich stehe ich denn? Also ich kann ja so stehen, ich kann aber auch viel seitlicher zu ihm stehen, dass ich mich hier so eindrehe. Das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt halt Stile, wo ich sehr seitlich stehe und wo ich auch meine starken Waffen vorne habe. Zum Beispiel beim Pointfighting im Kickboxen. Da geht es nur darum, also da wird der Kampf jedes Mal unterbrochen, sobald ich einen Treffer habe. Ähnlich wie Fechten, kann man so ein bisschen vergleichen. Sobald ein Treffer ist, wird unterbrochen und ich fange neu an. Das heißt, ich baue gar keinen richtigen Kampf auf. Verzeiht mir, dass ich so sage, natürlich ist das ein Kampf. Aber ich habe halt, nach jeder Aktion ist wieder Stopp. Und manche Karate-Stile oder im Taekwondo ist das auch oft so, dass man halt vorne steht und hier versucht, hier mitzuarbeiten. Und wenn das euer Ding ist, dann gibt es da auch Vorteile. Es gibt Vertreter in der UFC oder überhaupt beim MMA, die so stehen, die das so machen. Ist völlig okay. Hat den großen Nachteil, wenn ich seitlich stehe, dass ich einmal die hinteren Waffen schlechter einsetzen kann. Erstmal sind die eh schon schwachen Arme, klar, die werden jetzt stärker, aber die sind weg, also die sind hier hinten. Bis ich hier rumrotiert habe und hier rausgekommen bin, brauche ich viel mehr Zeit. Und das ist natürlich ein großer Nachteil. Anderer Nachteil ist, wenn ich so seitlich stehe, dass ich anfälliger bin für Takedowns. Gerade das vordere Bein, das hier schon so eingedreht ist, das ist anfälliger für einen Takedown und natürlich auch für Low-Kicks. Wenn er hier einen Kick reingibt, dann knicke ich hier viel schneller weg, als wenn ich mehr gerade stehe und dann dagegen arbeiten kann. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Das bedeutet jetzt nicht, also es gibt auch die Stellung, dass ich ganz square, also mit der Hüfte parallel zum Gegner stehe, dass ich also wirklich so stehe. Ich mache das mal hier hin, dass ich halt so stehe. Das nimmt mir wieder so ein bisschen die Beweglichkeit in der Hüfte. Ich habe ja die Idee, dass die schwache Hand vorne ist, damit ich hier halt über die Hüfte Kraft aufbauen kann. Deswegen empfehle ich so ungefähr 45 Grad. Macht daraus aber auch nicht, also nehmt da keinen Zirkel oder so. Fühlt euch wohl, bewegt euch, fühlt euch wohl, ob der Fuß jetzt ein bisschen weit hinten ist oder ein bisschen weiter hier vorne. Grundsätzlich geht es darum, schnell zu sein, flexibel zu sein, aber auch stabil zu sein. Und wenn ihr euch dabei wohlfühlt, wenn ihr euch dabei schnell bewegen könnt, dann ist die Welt erstmal ganz in Ordnung. Okay, wenn wir jetzt geklärt haben, wie wir hier unten stehen, was die Füße machen, wenn ihr euch eine Seite ausgesucht habt und ihr euch wohlfühlt, dann ist jetzt die Frage, was machen die Hände und was macht der Kopf? Grundsätzlich neige ich den Kopf nach unten, das Kinn ist etwas nach unten. Die linke, habe ich gerade schon gesagt, die ist hier vorne, die kann hier vorne arbeiten. Und die rechte, die ist hier am Kinn. Das ist eine Idee. Es könnte auch eine Idee sein, dass ich beide Hände vorne habe, um hier abzutasten, um hier zu arbeiten. Solche Sachen, ja. Das kommt halt darauf an, welches Konzept ihr fahren wollt. Aber grundsätzlich ist die linke erstmal vorne, um Distanz zu schaffen. Als Sensor, wie ist meine Distanz? Guckt euch dazu gerne mein Video an zum Trapping und Pairing, da habe ich das nochmal erklärt. Was wir nicht machen sollten, ist grundsätzlich schon, ich mache das nochmal seitlich, also ich empfehle hier vorne zu arbeiten und viel über die Distanz zu spielen und Distanz zu arbeiten. Was wir nicht machen sollten, ist, dass wir von vornherein, wie das Boxer oft machen, auch im Thai-Boxen oder sonstige Sportarten, wo dicke Handschuhe getragen werden, dass man von vornherein hier in diese typische Boxhaltung, in diese ja, Doppeldeckung. Es ist noch keine richtige Doppeldeckung, aber die Hände hier ranzuführen und hier zu arbeiten, sorgt dafür, dass wir ein ganz anderes Distanzgefühl kriegen und ich bin hier eigentlich schon passiv. Das heißt, wenn er jetzt angreift, neige ich viel eher dazu, das zu machen, um mich zu schützen, als zu sagen, ich baue hier wieder Distanz auf. Also von vornherein eine große Distanz zu haben, ist ein Vorteil, weil wir einfach kleine Handschuhe anhaben. Das sind aber nur Ideen. Wenn ihr es anders macht und anders damit Erfolg habt, dann macht es gerne anders, natürlich. Eine Sache habe ich noch,
Im modernen MMA, also sieht man jetzt immer häufiger, dass Kämpfer, gerade jetzt Spitzenkämpfer, wechseln. Also die haben zwar erst das linke Bein vorne und plötzlich wechseln die und arbeiten hier weiter. Das kann Taktik sein, um den Gegner zu verwirren. Das ist aber grundsätzlich auch nicht schlecht, um erstmal zu üben, die schlechte Seite zu trainieren. Denn wenn ich auf der schlechten Seite gut werde, dann werde ich auf der guten Seite noch besser. Das ist einfach die Verknüpfung von linker, rechter Gehirnhälfte. Also wenn ihr schon recht fit seid und ihr schafft alles ganz gut hier auf der Seite, auf eurer gewohnten Seite, dann macht einfach mal ein bisschen Schattenboxen auf der ungewohnten Seite. Und damit könnt ihr schon wieder eure gute Seite, die eh schon gut ist, noch ein bisschen kicken. Es gibt aber auch ganz viele Techniken, ob Schlag-, ob Kicktechniken oder auch Einstiege in Takedowns, wo ich automatisch wechsle. Ich könnte zum Beispiel ja nach dem Kick, könnte ich ja hier stehen bleiben und hier weiterarbeiten. Ich könnte aber auch nach der Overhand nach vorne gehen und dann in einen Takedown reingehen. Also es gibt viele Techniken, wo ich rechts vorne sein werde oder automatisch vorne reinkomme. Cagework ist auch so ein Beispiel. Oft ist es so, dass ich bei Cagework, weil die rechte Hand meine starke ist, hier in den Underhook gehe. Wer das nicht kennt, kann sich das jetzt schwer vorstellen. Schaut euch gerne mein Video an im Bereich Cagework. Aber dann bin ich automatisch auch wieder rechts mit dem Bein vorne. Und dann habe ich plötzlich eine andere Auslage. Deswegen solltet ihr euch nicht darauf versteifen, zu sagen, ich trainiere nur das, sondern trainiert auch mal das. Abschließend möchte ich einfach nochmal sagen, das, was ich gerade schon gesagt habe, fühlt euch wohl. Steht nicht zu eng, natürlich, steht nicht zu weit, aber das merkt man auch irgendwo. Versucht immer, wenn ihr euch bewegt, Bewegung sind wir jetzt noch nicht, wir haben erstmal grundsätzlich den Stand gemacht, aber immer, wenn ich mich bewege, versuche ich dreidimensional im Raum diagonal zu sein. In diesem Bereich versuche ich immer zu sein. Ich werde halt nicht irgendwann mal so stehen hier und hier so eng sein. Ich werde nicht so eingleisig lange stehen. Es gibt Schrittkombinationen, wo ich tatsächlich wechsle, wo ich meine Füße mal zusammenführe, aber nur, um danach wieder in meine Ausgangsposition zu kommen. Wenn ihr jetzt eure Kampfstellung gefunden habt und ihr wollt jetzt wissen, wie bewege ich mich daraus, wie gehe ich vor, zurück, wie schaffe ich verschiedene Winkel, wenn euch das auch interessiert, dann schaut euch mein Video an zu den 4 Grundbewegungsmustern im Bereich Footwork. Hier ist der Link dazu, hier ist der Link dazu. Und ansonsten, ja, abonniert gerne meinen Kanal. Jeden Mittwoch um 16 Uhr ein neues Video für euch.